Sind dies die leisen Schritte der Überlebenden? Ja, willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Wir wissen es nicht. Aber Capcom wollte uns diese Frage einfach mal stellen. Oh, das geht. Cool. So, das habe ich befürchtet. Ich möchte erstmal. Obwohl, nein. Ich habe mir Gedanken gemacht. Was wir ja wohl als nächstes tun müssen. Und ja, wir müssen zum einen mit Billy da hoch. Das weiß ich. Dann ist mir aber aufgefallen, diese ganzen Figuren, die wir zwischendurch gefunden haben, diese Torsos mit den Flügeln, die müssen doch bestimmt auf die Waage oben, oder? Denn wir haben zweimal so ähnliche gefunden. Okay. Und ich überlege, ob wir das nicht bei diesem... Ah, es ist wahrscheinlich wirklich für einen Computer, ne? Aber lass mich hier mit einmal was ausprobieren. Komm mal mit Rebecca. Ich habe da einen Plan. Prost. Weil... Ja, genau. Zum einen blinkt hier noch was. Richtlinien für Auszubildende. Ziel der Ausbildungsstätte. Das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corp. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass unabhängig von Geschlecht, Rasse und Glauben nur perfekte Kandidaten hervorgebracht werden, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Wir warten gespannt die Entwicklung ihrer Führungsqualitäten. Richtlinien der Ausbildung. Disziplin, Gehorsam, Einheit. Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter der Umbrella Corporation und das Gesetz dieser Anlage zu verstehen. Halten Sie sich diese Worte stets vor Augen. Widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst und dem Unternehmen eine Ehre. James Marcus, Geschäftsführer Umbrella Corporation, MGMT, Ausbildungsstätte. MGMT? Weiß ich nicht. Danke sehr. Und jetzt war ich am Überlegen, weil hier so komische Bildschirme da drin sind. Aber damit kann ich gar nicht interagieren. Ah ja, genau, das war das. Pfad für Evakuierungsübung gesperrt. Aktivieren des Freibagersystems. System Disk. Okay, es ist aber tatsächlich eine Disk. Es ist nicht der komische Film, den Billy im Inventar hat. Denn dann würde ich den eigentlich fast gerne erstmal ditchen. Und ich lege ihn hier ab. Nein. Oh. So, tschüss, Mikrofilm A. Da liegt er und blinkt. Okay, dann gehen wir jetzt mit Billy dahin, wo wir mit Rebecca herkamen. Ich denke mal, ich werde für Billy dann jetzt gleich die Shotgun aufnehmen. Denn Rebecca hat jetzt ja den Napalm-Granatenwerfer. Minimal overpowered, wie ich finde. Und ich schätze, da kommt ein Boss. Und dann wäre es ganz nett, wenn Billy nicht nur ein Messer und seine Pistole hat. Okay, Orientierung. Ich drücke immer automatisch E, vor allem weil wir gestern den Resident Evil 5 Stream hatten und mich jetzt wieder hier dran gewöhnen. Das ist ganz schrecklich. Und kann ich das Glas nicht kaputt machen? Nein. Genau, ich meinte das Ding hier. Lass mich das einmal mitnehmen, weiße Statue. Und ich will mal gucken, ob ich die schon in die Waage setzen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber wir hatten halt zwei so ähnliche Sachen gefunden. Es könnte ja sein. Auf dem Sockel steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, öffnet sich vor ihnen ein neuer Weg. So, ich denke nämlich mal, die wir jetzt haben, ist so weiß. Entschuldigung.
Und was ist nämlich das? Das ist so weiß, das ist nackig. Ich habe keine Ahnung. Eine Statue in Form einer Frau. Steht das jetzt für gut oder für böse? Wir wissen es nicht. Das brauchen wir jetzt nicht, okay. Schade. Aber auch die lege ich dann hier ab. Weil ich doch glaube, dass wir es vielleicht später irgendwie brauchen. Und so habe ich zumindest die Sachen schon mal nicht mehr in ganz komischen kleinen Räumen verteilt, sondern irgendwo zentral. So, dann wollen wir hier aber auf jeden Fall noch die Schotti. Er hat auch noch einen Molly, aber ich lege dafür mal das Messer ab. Und nehme mit die Shotgun. Hatten wir die geladen? Ja, gut. Jäger. Gewehr. Nein. Oh, ey, das wird. Ist ständig passieren. Die hat einen Schuss drin. Okay, das ist nicht toll. Leg die Increments ab. Nicht, dass Laudings wieder ein Video macht. Okay, er hat's aufgehoben. Nein! Ah, Steuerungshass. So sehr, so großer Hass. Bitte. Billy. Ich bitte dich. Heb's auf. Danke. So. Haben wir Bock? Na. In die Tür ist. Ach so. Ah, okay, hier ging es gar nicht lang. Eigentlich ist jetzt auch dumm. Wir hätten auch gleich Billy den Granatwerfer geben können. Ich will eigentlich jetzt erstmal raus und ihn die Kiste schieben lassen, bevor wir jetzt hier irgendeine Gegnerkacke anfangen. Nicht. Kannst du einfach sagen, nicht mehr ausrüsten? Wie schiebt Billy denn? Kannst du schieben, wenn du das in der Hand hast? Oh, ich kletter auch drauf. Kletter runter, bitte. Leg das mal kurz ab. Und bitte schiebe. Nein. Warum schiebt er es nicht? Wo war die Map? Ah, ich weiß gerade nicht, Leute. Okay, er schiebt es auf jeden Fall nicht einfach. Dann müssen wir das vielleicht auch gar nicht. Okay, weiß ich nicht. Dann gehen wir doch die Kurbel kurbeln. Okay. Caution. Ein Gerät zum Aufwickeln, eine Kette. Gerät starten, ja. Ich schätze, Billy muss jetzt hier stehen bleiben, ha? Ist auch so still hier in dem Raum, ist ganz schrecklich.
Sag mir, du hast Inventarplatz frei, bitte. Anlageschlüssel. Oh mein Gott! Oh, ich konnte gar nichts tun. I'll save you, babe. Oh mein Gott. Ja, warum haben wir jetzt nicht mit ihm den Granatwerfer? Wo ist das? Ist ja toll, dass er auch Rebecca einfach nicht trifft, ne? Errungenschaft, Schluss mit Schabernack. Oh, ist das ja ein gesponsertes Let's Play. Ja, okay. Wir haben den Schlüssel. Lief doch jetzt gut. Ich hätte eigentlich gedacht, wir können dann einfach vielleicht den Käfig wieder runterlassen, weil der hat ja so Zacken. Aber nein. Das ist übrigens kein 1000-Füßer, das ist ein 100-Füßer und die sind actually gefährlich und richtige Arschlöcher. Also, gut, dass er tot ist. Anlageschlüssel, Feuersymbol. Oh, da haben wir viele Türen für. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Denn wo gehen wir denn jetzt überall mal hin? Das Problem ist, wir haben jetzt die Ink-Ribbons abgelegt. Das möchte ich so eigentlich nicht. Achso, seid ihr eigentlich gesund? Ja, cool. Okay. Deswegen gehe ich mit Billy. Nein, ich schieße mit Billy noch einen Schuss weg. Lade nach. Und gehe dann jetzt gleich die übrige Munition ablegen. Holen wir die Ink-Ribbons wieder. Dann haben wir wieder beide ein volles Inventar und können wieder nichts tun. Aber so ist das. Okay. Gut, dann was machen wir jetzt? Weil ich eigentlich fast glaube. Nee, ich will nicht beide Inventare wieder voll haben. Ich lege auch das Gewehr ab. Ah, dann hätte ich jetzt auch nicht in einen Schuss noch wegballern müssen, aber egal, weil ich will lieber noch Inventarplatz haben und Billy kann sich mal das Messer wieder nehmen. Heb's bitte auf. Okay, machen wir erstmal so. Und dann suchen wir die Türen mit dem Feuersymbol. Jetzt ist hier natürlich direkt die mit dem Wassersymbol. Danke, Capcom. Ist also klar. Ich meine aber unten in der Haupthalle und dann rechts müssten wir jetzt direkt fündig werden. Ich überlege gerade, ob ich mal speichere. Jetzt nach dem Boss. Wobei, es war eigentlich halb so wild, ne? Wie viele Ink Ribbons haben wir? 12. Ah, komm, wir gehen speichern. Kriegen bestimmt nie wieder welche. Achso, Moment. Ah, Rebecca hat keinen Platz. Weil ich glaube, es respawnen nur die Sachen.
Wenn wir in nächstes Kapitel gehen, wir jetzt nach dem Zug, die wir schon aufgehoben hatten und wieder hingelegt hatten, so, weil das quasi dann schon unsere waren. Und ich glaube, so Kräuter, die da noch unangefasst rumstehen, die kommen dann nicht wieder. Aber wir haben jetzt gerade keinen Platz. Aber wir haben ja noch eine ganze Weile hier zu tun, also kein Stress. Nee, ich wollte eigentlich, ich frage mich, warum Billy nichts tut. Team Angriff, okay. So, sagt mir aber auch, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, wenn die Gegner aufgestanden sind. Da ist eine Feuertür. Sie haben den Anlageschlüssel verwendet. Nur eine Küche. Oh, okay. Neue Mollys, neues rotes Kraut. Was ist das? Ah ja, okay. Das, lassen wir das Billy direkt mal bauen. Ja. Denn wir haben eh einen im Inventar. Und wir legen dafür mal kurz was ab. Dann hat Billy neue Mollys. Ich hoffe, es decken mehr als drei. Sonst haben wir jetzt wieder Inventarplatz verschwendet. Wieso nicht? Ah, wie frech. Okay, das geht tatsächlich. Warum? Ah, okay, unser Feuerzeug geht jetzt. Das heißt, wir können in den einen Raum, wo die Lampe, obwohl abgebrannt, heißt abgebrannt, wir können sie einfach wieder anmachen oder abgebrannt heißt ja doch, das ist leer. Weiß ich nicht. Nein! Oh, komm schon, bitte. Bitte. Bitte heb's auf. Oh, leck mich. Leg's da hinten ab. Ein Kühlschrank. Die Tür ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Aber sie ist doch aus Glas, oder nicht? Hier ist einfach alles kaputt in diesem Haus. Egal. Ich überlege, ob wir jetzt einfach direkt noch die andere Feuertür aufmachen, denn dann können wir den Schlüssel, glaube ich, wieder wegschmeißen. Sehen wir das auf der Map, welcher das ist? Upsa. Nee, ne? Wo war das? Gute Frage, nächste Frage. Jetzt hängt er da schon wieder so. Steht der immer wieder auf? Oh, hoffentlich verwandelt er sich nicht am Ende doch in so einen Crimson Head oder so. Da ging es, glaube ich, nicht durch. Da war dann Feuer. Okay, Süßen. Ich würde aber sagen, die zweite Feuertür suchen wir uns morgen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie fandet ihr den 100-Füßer? Sagt gerne mal Bescheid. Und habt jetzt einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Hier in der Menschen. Bis dann.